Sie werden nicht ihre Kriege kämpfen. Ihre Kriege sind Kriege, unter denen Frauen besonders leiden müssen. Der Klassenfeind weiß das auch und versucht uns mit Vergewaltigung als Kriegswaffe, Femiziden und patriarchalen Berufsarmeen handlungsunfähig zu machen. Doch das lassen wir uns nicht gefallen. Denn auch wenn die imperialistischen Staaten wie Deutschland behaupten, sie würden uns Frauen beschützen, während sie Waffen an die Türkei verkaufen, die unsere Klassengeschwister in Kurdistan in die Luft sprengen, wissen wir genau, was die Wahrheit ist. Der Hauptfeind steht im eigenen Land und wir müssen Krieg gegen ihn führen. Jin, Jia, Azadi! Die Wahrheit!